Hallo, ich bin Uli und in diesem Webcast zeige ich euch, wie man für hybride Apps, die man mit Telerik Isenium entwickelt, Zugriffe auf Datenbanken realisiert. Im Bild seht ihr jetzt hier die Isenium Graphite Entwicklungsumgebung. Da können wir jetzt mal ein neues Projekt aufmachen. CanDoYouAre Mobile Demo 1. Das ist jetzt die Entwicklungsumgebung. Da geht es hier vor allen Dingen darum, um die Index.html. Und die Index.html ist letztendlich die Kernseite sozusagen, wo erstmal alles passiert. Die Isenium-Entwicklungsumgebung hat den großen Vorteil, dass man zum Beispiel für iOS, wo man normalerweise die App auf Mac bauen muss, direkt cloud-basiert die Apps generieren kann. Das heißt, man muss nur entwickeln, braucht sich um den Rest nicht zu kümmern. Das Entwickeln findet mit JavaScript statt, wie ihr hier sehen könnt. Ich will jetzt hier auf die vorbelegten Details hier nicht weiter eingehen. Man kann die App laufen lassen im Simulator. Das ist alles sehr schön und einfach. Hier simulieren wir ein iPhone. Man könnte auch sagen, man möchte es auf dem Android-Phone mal sehen. Das heißt, das klappt alles wunderbar. Und die erste Demo-Seite oder dieses Demo-Projekt hat hier bereits ein paar Dinge. Hier Location, Weather und letzten Endes hier eine lustige Startseite. Das ist alles sehr schön einfach. Man kommt auch relativ schnell zu der ersten App. Innerhalb von 10 Sekunden habt ihr gesehen. Es wird allerdings ein bisschen schwieriger, wenn es dann hinterher darum geht, Zugriffe auf Datenbanken zu machen. Für diese Demo habe ich hier die gute alte Northwind Database reaktiviert. Und wenn man hier in den Customer Table guckt, sieht man hier die üblichen Sachen, angefangen von Alfreds Futterkiste, hier die ganzen Thematiken. Das Ziel ist jetzt, dass ich hingehen möchte und realisieren möchte, dass erstmal die in der Isenium-basierten App die Daten angezeigt werden und man da erstmal gucken kann, wer überhaupt da drin ist. Und in einer späteren Session zeige ich euch, wie man dann auch CRUD Operations darauf macht. Der erste Punkt, der dann erforderlich ist, ist, dass man überlegt, wie kann eine App, die irgendwo draußen in der Welt laufen wird, auf Daten zugreifen. Das geht am besten über irgendein webbasiertes, über ein HTTP-basiertes Protokoll. Und im Trend ist das im Moment über RESTful Services zu machen. Deshalb ist die Fragestellung, wie baut man am einfachsten einen RESTful Service? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe mich dafür entschieden, den Visual Studio basiert zu bauen. Klar, ich bin .NET-Entwickler. Und als Datenwerkzeug, als Datenmodeling-Werkzeug benutze ich das Telerik Open Access ORM System. Das Telerik Access Open Access System hat, da kann man mal hier reingucken, Telerik.com ORM, ist etwas vielfältiger zu verwenden als das Entity Framework. Es macht im Grunde genommen das Gleiche, nämlich Datenbankenzugriffe typisiert zu machen, in Objekte zu bauen. Das ORM ist von Telerik, das Open Access, hat einen weiteren Vorteil, dass es mittlerweile frei verfügbar ist. Wenn man hier mal anguckt, welche Datenbanken es unterstützt, jetzt hier den Database Support, das sind hier schon ein paar gängige Datenbanken, die hier aufgeführt sind. Das heißt, dass die Demo, die ich euch hier zeige, funktioniert genauso, wenn ihr auf einen Oracle-Server zugreifen wollt. Bei dem Thema Open Access versus Entity Framework, da gibt es hier auch eine kleine Beschreibung, wo das hier aufbereitet ist, welche Technologie was kann. Und uns wird jetzt für diese Demo vor allen Dingen interessieren Code Generation for ASP.NET Web API Services. Das Telerik-System kann das, das Entity-Framework kann es nicht. Man könnte auf einer Entity-Framework-basierten Lösung das natürlich auch bauen, müsste es aber von Hand machen. Und wenn ich umsonst etwas haben kann, was mir die in den Code baut, der nicht so trivial ist, dann lassen wir das gerne geschehen. Gut, ging auch anders. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstands, deshalb bauen wir letzten Endes hier eine Web-API mit dem Telerik Open Access. So, das geht dann so, dass wir das Visual Studio anschmeißen. Eine MVC-Web-Anwendung bauen. Demo 1 Web-API. Web-API-Ansichtsmodul Razor, das können wir verwenden. Also wir bauen zuerst mal eine MVC-Anwendung. So, und jetzt kommt der Trick. Jetzt sagen wir, wir wollen ein weiteres Projekt hinzufügen. Jetzt
Zufügen neues Projekt. Und suchen hier eine Telerik Open Access Class Library. Open Access Model 1 ist jetzt nicht so der ganz klasse Name, wir lassen ja aber ruhig so stehen. Und dann kommt hier der New Domain Model Wizard. So, wir wollen machen also einen Database-First-Ansatz. Das heißt, wir haben die Datenbank, die alte, gute alte Nordwind-Datenbank. Das Backend wird hier der SQL-Server, kann ruhig Entity Models heißen. So, dann bauen wir erstmal eine Connection. Der einfache Teilbar, damit diese Demo schnell geht, nehme ich einen eingebauten, also einen SQL-Server-Account. Das würde man für produktiven Code ein bisschen hübscher machen. So, Northwind. Testverbindung funktioniert. Gut. Okay. Der Verbindungsstring könnt ihr sehen, das ist die übliche Geschichte. So. Ich interessiere mich hier nur für die Customers Table. Mehr brauchen wir jetzt nicht zu machen und weiter konfigurieren wir jetzt hier auch nicht großartig was da rum. Man kann hier einstellen, wie sollen die Klassen, die Felder, die Properties heißen. Da kann man also relativ viel einstellen. Und Code Generation lassen wir auch so, wie es ist. Das passt schon. So, und hier ist das Model da. Da gibt es jetzt noch eine Warning, die geht aber weg, wenn man es einmal erstellt. Das Erstellen erfolgreich, wunderbar. Jetzt habe ich ja, das habe ich das Model und jetzt geht es darum, dass ich eine Web API daraus bauen möchte. Ich habe das MVC-Projekt, in dem habe ich bisher nichts gemacht, in dem werde ich auch nicht mehr großartig irgendwas dran tun. Das heißt, wir starten jetzt in der rechten Maustaste, jetzt kommt die Open Access Methodik, dass wir mit der rechten Maustaste hier starten können und sagen Add Open Access Service. So. Als Kontext nehmen wir das Entities Model, mehr haben wir auch nicht. Und Host in Project, da geben wir das MVC Web API Projekt an. Sagen wir möchten ASP.NET Web API Service bauen. Man könnte hier auch, wie ihr seht, andere Sachen bauen. Unter anderem auch ein RESTful Service, ein Atom Service, also etliches möglich. Wir bauen aber hier einen ASP.NET Web API Service. Oh, da zeigt er an, was er ändert, welche Dateien er hinzufügt. Finish. So. Das, was er hier gebaut hat, ist, dass er einen Customers Controller gemacht hat. Und jetzt probieren wir es aus, ob die ganze Geschichte läuft. Ich starte mal hier die Applikation. So, das läuft jetzt hier mit dem lokalen Webserver. So, und wir gucken, ob das wirklich funktioniert. API Customers. So, da kommt ein Customers JSON zurück. Gucken wir mal an. Und siehe da, das sieht auch schon ganz brauchbar nach einem JSON aus. Das heißt, die erste Hürde haben wir erfolgreich genommen. Das heißt, wir haben jetzt mit wirklich minimalem Aufwand, dank des Open Access ORMs, haben wir letzten Endes einen Web API Service gebaut, der auf die Datenbank zugreift. Da wir das deployen müssen, bauen wir hier noch eine Veröffentlichung, ein bisschen Veröffentlichung drumherum. Das heißt, wir bauen ein neues Veröffentlichungsprojekt. Neu. Demo 1, das ist immer das Schwierigste, sinnvolle Dateinamen zu finden. So, ich mache kein Webdeploy, sondern ich baue das ins Dateisystem. Baue es in dtemp Demo 1.
weiter veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist deshalb wichtig, weil wir natürlich das nicht auf dem lokalen Development-Webserver laufen lassen wollen. Wäre ja blöd, das soll ja eine weltweit funktionierende App sein oder weltweit im Einsatz befindliche Enterprise-App, die wir hier gerade bauen. Und da ist es natürlich erforderlich, dass man auch das auf einem vernünftigen Server laufen lässt und nicht nur auf der Entwicklungsmaschine. Und deshalb habe ich das jetzt veröffentlicht und wir werden das im nächsten Schritt auf einen IIS 8.0-Webserver, also auf einem Webserver von Windows Server 2012 veröffentlichen, da nochmal ausprobieren, ob es funktioniert und dann letzten Endes uns dran machen, den Zugriff der App zu bauen. Wir sind jetzt hier mittlerweile auf dem Webserver. Ich habe den Demo1-Ordner, den ich gerade erzeugt habe, hier rüber kopiert und den sollen wir jetzt mal einmal unterbringen, dass wir ihn als Web-Applikation laufen lassen können. Ich kopiere den jetzt in CINET-Pub www.root hier hin, kann ruhig Demo 1 heißen, gehe in den IIS-Manager, erzeuge eine neue Site, Demo 1, da geben wir hier einen Pfad an, genau dahin und dann müssen wir hier noch uns um die Bindungen kümmern. Wir würden normalerweise irgendwie einen vernünftigen Hostheader nehmen, das dauert jetzt zu lange für diese Demo, nämlich nehmen wir einfach 1501 als Port. 1501 ist übrigens mein Geburtstag, wer mir also Geschenke zusenden möchte, gerne. So, das hätten wir im Endeffekt erledigt. Wir haben also hier nochmal zur Kontrolle die Bindungen auf Port 1501. Da wir die Datenbank über den SQL-Benutzer ansprechen, haben wir letztendlich da weiter keine Last mit, dass wir uns um die integrierte Authentifizierung kümmern müssen, was normalerweise der bessere Weg wäre. Eine Sache fehlt aber noch. Da auf dieser Maschine, auf der wir uns im Moment befinden, kein Telerik Open Access installiert ist, es ist keine Entwicklungsmaschine, sind ein paar DLLs noch erforderlich, damit die ganze Geschichte läuft. Ich habe die hier mal hinkopiert. Man könnte es auch in ein richtiges Deployment-Projekt reinbasteln, das wäre eleganter, aber hier für diese Zwecke dieser Demo kopieren wir es jetzt einfach rüber und schmeißen die ins Bin-Folder einfach rein. Einfügen. So. Und jetzt können wir das einmal probieren. So, API, Customers, und siehe da, da kommt das Customers JSON, diesmal direkt vom Server, kann man öffnen, alles super, alles gut. Das heißt, wir haben also jetzt unseren Web-API-Service auch auf einem richtigen Server, der weltweit erreichbar sein könnte, wenn er denn veröffentlicht wäre. Da würde man natürlich einen vernünftigen Namen für wählen. Aber grundsätzlich haben wir das Thema im Griff, haben das deployed und jetzt können wir anfangen, uns der eigentlichen App zu widmen. So, ich starte jetzt die Isenium Graphite Entwicklungsumgebung. Hier sind wir in der Index.html. Und ich werfe einfach diesen vorbelegten Kram raus. Setze ein bisschen Code ein. Dieses obere Element ist die Kendo UI Mobile List View. Und die wird letzten Endes vor allen Dingen durch die Kendo Data Source gefüllt.
Und die Kendo Data Source wird gespeist aus dem Web-API-Dienst API-Customers, den wir vorhin gerade eingerichtet haben, und als Datatyp wird hier ein JSON zurückgeliefert. Das ist im Endeffekt hier der Datenblock. Hier ist das HTML, das eigentliche HTML-Element, das verweist hier auf die Data Source, auf diese Data Source, und dieser Block dient dazu, die List View zu formatieren, indem hier der Company Name eingetragen wird aus der Datenbank. Das ist es im Grunde genommen auch schon gewesen, wenn wir das Ganze jetzt starten. Im Emulator, dann wird man sehen, dass wir das jetzt noch ein paar Minuten bis 2-3 Stunden länger laufen lassen können, dass das an und für sich gar nicht so schlecht aussieht und es was tut, aber er wird bis zum Tag des jüngsten Gerichts hier mit Loading beschäftigt sein. Also stimmt irgendwas nicht. Und das Schlimme daran ist, dass hier offenkundig irgendwie die Daten nicht geholt werden können. Dass da einfach das Wartesymbol bleibt und hier dann nichts tun wird. Um ein bisschen erweiterte Debug-Möglichkeiten zu haben und ein bisschen zu schauen, was passiert, habe ich mir jetzt überlegt, wir machen Folgendes, wir starten Visual Studio und legen ein Projekt an, das mit Kendo UI Mobile in den normalen Browser diesen selben Code oder den ähnlichen Code öffnet. Da könnt ihr im Endeffekt auch sehen, wie man Kendo UI Mobile Projekt normal, also ohne Isendium drumherum, anlegen würde. Und wir schauen dann einfach mal, ob wir da irgendwie eine Fehlerursache rausbekommen, warum das hier nicht funktioniert. Dazu öffne ich ein neues Projekt. Machen wir eine leere ASP.NET-Anwendung. Kendo Test 1. So, ich bastel mir hier einen Ordner. Einen neuen Ordner Scripts. Und einen neuen Ordner Styles. Fügen ein bisschen was in die Projektmappe hinzu. Sekunde. Hinzufügen tun wir die jQuery-Datei, die Kendo Mobile Mint-Datei. Da sind also in dieser Kendo Mobile-Datei sind letztendlich alle notwendigen Skripts drin und es gibt noch eine CSS-Datei, diese Kendo Mobile All Mint CSS. Die sortiere ich hier ein bisschen ein. So, und wir fangen an, eine neue HTML-Seite zu öffnen. Neues Element hinzufügen, HTML-Seite, Page 1. Ich habe mal hier ein bisschen was vorbereitet. So, wir gucken da einmal rein. Hier werden also die jQuery-Datei, die Kendo, beiden Kendo-Dateien referenziert. Hier ist letztendlich das ListView-Element plus die Datenbindung hier mit der Kendo Data Source. Das ist im Grunde genommen eine vereinfachte Darstellung oder eine vereinfachte Variante des Isendium-Codes, der etwas kompletter jetzt, der noch ein paar Sachen drumherum macht. So, wir starten den Internet Explorer. Die Datenbindung sollte man aber trotzdem sehen können. Und er lädt und lädt und lädt und lädt. Gleicher Effekt. Hier kann man jetzt aber Folgendes machen, dass man mit F12, ich schiebe das hier mal rein, mit F12 die Developer-Tools sehen kann. Und in den Developer-Tools gibt es hier die Konsole. Und da sehen wir hier schon das Thema. Hier zeigt er an, erfordert Cross-Origin Resource Sharing, genannt CORS.
Diese Zeile bedeutet im Grunde genommen, dass wir einen Cross-Domain-Request machen. Das kann man also relativ einfach hieran erkennen, wenn man sich im Browser das anguckt. Der Client ruft localhost 54332 auf, also das ist der lokale Entwicklungswebserver, während dann hier hinten dran, gucken wir hier in die Codezeile, in dem Code, der Browser einen Request auf eine ganz andere Domäne, auf einen ganz anderen Server machen soll. Das ist, wird der Browser dieses Calls durchführen, was hier in den Developer Tools gemeldet wird. Ich stelle das hier nochmal hin. Meldet der Browser hier. Erfordert Cross-Origin Resource Sharing. Und als Fehlermeldung kommt, Ursprung, HTTP Localhost 54332 nicht gefunden in Access Control Low Origin Headern und da gibt es ein Netzwerk, Fehlerzugriff verweigert. Die Frage ist also, wie wir diesen Cross-Domain-Zugriff zum Laufen bekommen und was wir da tun. Da gibt es mehrere Lösungsansätze. Am einfachsten ist es, das auf serverseitig zu lösen. Dazu holen wir jetzt den Server hier wieder ran. Das ist dieser UBINFO Extra Web 03, der Server, auf dem wir das die Demo 1 Website installiert hatten, und wir gehen da mal in die Webconfig. Bearbeiten. Und in dem Bereich System Web Server, der ist hier, der beginnt hier, kann man jetzt einen kleinen Abschnitt einsetzen, den kopiere ich einmal rüber. So, und hierdurch wird durch diesen Eintrag Access Control Allow Origin Value Stern wird letzten Endes dafür gesorgt, dass der Webserver alle Origin Header akzeptiert. Machen wir vorsichtshalber ein IIS Reset. Und siehe da, funktioniert. Das ist jetzt die Ausgabe, die wir erwartet haben. Das sieht hier jetzt ein bisschen bescheiden aus, weil hier die Darstellung des List-Views, des mobilen List-Views hier im normalen Browser geschieht. Das ist aber kein Problem. Grundsätzlich, man sieht, es funktioniert und klappt. Und wenn man in die Developer-Tools geht, machen wir F12. Schiebe ich den mal hin und die Ansicht in der Konsole anschaut, kommt hier wieder die Meldung, dass hier Cores erforderlich ist, Cross-Origin Resource Sharing. Es taucht aber keine Fehlermeldung mehr auf. Das heißt, das Thema haben wir im Griff und im nächsten Schritt schauen wir an, ob das auch in der mobilen Page im Browser funktioniert. So, wir gehen zurück in die Isenium Graphite Entwicklungsumgebung. Die Server-Einstellung gilt natürlich für alle Ressourcen, die darauf zugreifen. Also gehen wir letztendlich hin, starten den Simulator und siehe da, was zu erkennen ist, funktioniert. Wir können mal im iPhone 5 die Situation anschauen. Letztendlich sieht man, dass also die Darstellung im Endeffekt auch hier iPhone-abhängig richtig gemacht wird. Das List-View ist also so hinreichend intelligent. Man kann hier im Endeffekt rumschieben und so weiter und so fort. Klappt alles wunderbar. Das heißt, was zu lernen ist daraus, ist, dass die Situation mit dem Datenzugriff, mit der Datenbindung, mit dem Kendo List-View eigentlich nicht schwierig ist. Die Datenbindung wird im Grunde genommen durch die Data Source erledigt und im Grunde genommen da wiederum ist es damit getan, dass man die URL eingibt, den Datentyp eingibt. Das ist bei der Web API, wie sie generiert worden ist, JSON.
Dass wir aber auf Cores achten müssen, weil letzten Endes das Web, in dem das Ganze hier läuft, in dem es hier ausgeführt wird, das ist ja hier eine lokale Seite, die aufgerufen wird, ein Zugriff auf Localhost und der Zugriff auf die Remote-URL, das ist ein Fall für Cores und bei Cores müssen also alle Komponenten mitspielen und diese Cross-Origin-Requests erlauben. Ich will noch auf eine Sache hinweisen, wenn wir hier in den Simulator gehen. Gibt es in dem Simulator im Endeffekt auch eine Debug-Funktion. Es gibt hier in dem Simulator auch eine Konsole. Ich finde nur im Endeffekt, dass man in der separaten Web-API, wenn man testet, ein bisschen mehr Debug-Möglichkeiten, ein bisschen mehr Zugriffsmöglichkeiten hat, im Zweifelsfall auch Netzwerkverkehr zu betrachten. Insofern ist das ein Thema, trotz der Debug-Möglichkeiten, die wir hier lokal haben, dass es keine schlechte Idee ist, solche Zugriffe, wenn wirklich was nicht funktioniert, nicht laufen will und so weiter und so fort, also einmal lokal auszuprobieren. Das, was ich damit zeigen wollte, ist, dass man Kendo Mobile eben auch außerhalb von iSemium laufen lassen kann und da im Endeffekt alles prima ist, jede Menge Sachen zur Verfügung stehen, man kann also probieren. Ja, und damit haben wir letzten Endes das erste Problem oder die erste Aufgabenstellung gelöst. Wir können also hier List-Views erzeugen, die auf Daten zugreifen und in einer der nächsten Sessions zeige ich euch, wie man CRUD-Operations, also Create, Read, Update, Delete, also das heißt alles mit diesen Datensätzen machen kann.